in die Hufe! Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Wir befinden uns jetzt auf dem Schlachtfeld und müssen dort hinten hin. Töte Potinaios. Schauen wir mal, ob wir den kriegen, den alten Schlingel, den. In der letzten Folge haben wir das erste Mal so einen richtig großen Elefant gesehen. Ich bin gespannt, ob wir gegen... Okay, da ist auch schon einer. Begrüße Jugurtha! Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Wie soll ich den killen? Potinus, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit! Komm, Jugurtha! Angriff! Kann ich hier hochklettern? Ich bin mit eurer Vernichtung beauftragt. Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Okay. Einfach schön auf die Hinterfüße hier. Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek. Du kannst dich immer noch retten. Beende diesen Kampf. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. Viel hat er ja nicht mehr. Meine Fresse. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Potinus? Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Und tschüss, würde ich sagen. Sehr schön. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Okay, erreiche das Dorf. Die Schlacht am Nil. Boah, schaut schon krass aus hier, das Schlachtfeld. Okay. 200 Meter. Schauen wir doch mal, ob wir hier einen Aussichtspunkt eventuell haben. Ne, hier haben wir keinen Aussichtspunkt. Und wenn, dann haben wir den schon geholt. Okay. Heftig hier. Alles in Asche. Ich bin echt gespannt, wie lange das Game jetzt noch hier geht. Ich habe nicht gespoilert, übrigens, damit ich hier das nicht weiß, wann das Ende ist oder so. Aber es sieht schon ziemlich nach Endgame aus, würde ich sagen. Warum komme ich hier rüber? Ja.
Ruhig, was war denn das jetzt? Gibt es den Eingang irgendwo? Hier kann man hoch, oder? Wupp. Okay. Ah, da kommt der Naja endlich. Bald wirst du deine Götter treffen. Und ich habe nicht mal irgendwelche Pfeile oder so. Bajek von Siva. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Für dich reicht es. Triff deine Götter! Was willst du mir erzählen, Mage? Lass die jämmerlichen Versuche zu kämpfen! Ich werde dir das Herz herausreißen und es an die Krokodile verfüttern! Da kriegst du ein bisschen Schaden über Zeit, mein Junge. Jetzt wirst du sterben! Ergib dich! Ich erzähle, du starbst als Held, nicht als Verräter! Oder du stirbst, du kleiner Pisser! Bam! Mizi! Ah, Tod bestätigen. Und somit war's das mit ihm. Sehr schön. Hast du mich vermisst? Oh, lebt er noch, oder? Halt, Bajek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Hau ins Ding rein. Okay, das ist der Bruder von der Kleopatra. Der Pharao ist tot! Halten die jetzt doch zusammen, oder was? Da war doch wohl ein Hinterhalt, denke ich mir. Zwei Wochen später, Alexandria. Wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Der kleine miese Drecksack.
Das ist ein Bayer, der würde im Knast sitzen wahrscheinlich. Gleichen Tag, Alexandria, gut besuchter Bezirk. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdammt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus' Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter. Schweinerei. Aber sowas konnte ich mir schon denken. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Okay. Du hast recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an.
Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Okay, Leute, und ich würde sagen, wie es beim Grab vom Alexander dem Großen weitergeht... Her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist sehr, sehr spannend und ich denke, so viel wird es nicht mehr sein. Oder ich täusche mich halt komplett, ich weiß es nicht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Wie ihr lustig seid, würde mich alles sehr, sehr freuen. Okay, jetzt aber genug gesabbelt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.